endlich raus aus den Schulden. Ohne Schuldnerberatung und teuren Coach. Aber mit viel eigenem Schwung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin Wolfgang Rademacher und möchte Ihnen heute die Angst vor Schulden aus der Sicht des Schuldners nehmen. Um der Schuldenfalle zu entkommen, brauchen Sie keinen Finanzcoach wie bei der Fernsehsendung Raus aus den Schulden beim Privatsender RTL. Nutzen Sie lieber Ihre eigenen Stärken und das Wissen aus dem Buch Die Macht des Schuldners, um der Schuldenfalle zu entkommen. Raus aus den Schulden zu kommen und wieder ein zufriedenes Leben führen zu können, das ist der Traum und Wunsch vieler Menschen, die sich gefährlich tief in finanziellen Verbindlichkeiten verstrickt haben. Wie schön muss so ein Leben sein, nachts nie wieder schweißgebadet aufwachen. Nie wieder vor Schreck zusammenzucken, wenn es unvermutet klingelt. Nie wieder hinter jedem ungeöffneten Brief gleich einen fordernden Gläubiger vermuten. Deshalb wird es Zeit, dass Sie raus aus den Schulden kommen. Am besten ohne viel Geld für diese Befreiung zu zahlen. Aber geht das denn überhaupt? Der Weg ist gar nicht so schwer. Was fehlt den meisten Schuldnern außer Geld? Erstens das Wissen um den gekonnten Schuldenabbau und zweitens der Mut, sich aufzuraffen und die turmhohen Schulden tatsächlich abzubauen. Ich, Wolfgang Rademacher, Autor von Die Macht des Schuldners und anderen Schuldnerratgebern, hatte einen unüberschaubaren Schuldenberg von über 2,4 Millionen Euro aufgetürmt. Trotzdem, die anfängliche Verzweiflung wich bei mir rasch in Mut um. Es anzupacken und raus aus den Schulden zu kommen. Mir ist es gelungen, mit cleveren Schachzügen, guten Nerven und dem Einsatz von etwas über 120.000 Euro, natürlich in angenehmen Raten über Jahren abgestottert, den ganzen Schuldenberg aus der Welt zu schaffen. Selten hat bei mir der Werbeslogan »Wer mehr bezahlt, ist selber schuld« so ins Schwarze getroffen. Dabei stand mir als Mann aus dem Volke überhaupt kein Schuldenregulierer oder Finanzcoach vom Fernseher zur Seite. Und das trifft auf tausend anderer Schuldner ebenso zu. Anders gesagt, was ich geschafft habe, kann jeder Schuldner schaffen. Und auch Sie, liebe Zuschauer. Immer wieder versucht das Fernsehen den Menschen vor der Glotze anhand ausgesuchter Einzelfälle zu zeigen, dass Otto Normalschuldner mit seinem Schuldenproblem nicht alleine auf der Welt ist. Das eigentlich Interessante aber, das Wissen darum, wie jeder Mann der Schuldenfalle aus eigener Kraft entkommen kann, bleibt dem Zuschauer verborgen. So sind die meisten TV-Neugierigen nach der Sendung genauso schlau wie vorher und ohne jeden Durchblick, wie sie ihre Schulden selber regulieren können. Also, lieber mal die Mattscheibe kalt lassen und zu einem Buch greifen, das tatsächlich hilft. In dem Buch »Die Macht des Schuldners« habe ich haarklein und für jedermann nachvollziehbar beschrieben, wie jeder raus aus den Schulden kommen kann. »Die Macht des Schuldners« zeigt Ihnen genau jene Wege, die in den Schuldensendungen verschwiegen werden. Sie erfahren, wie Sie sich bei der Abwicklung Ihrer Schulden verhalten und was Sie tun müssen, um sich ihre Verbindlichkeiten wieder vom Hals zu schaffen, und zwar zu einem Bruchteil der eigentlichen Schuldensumme. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgsonline. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben, selbst wenn Sie die erste Schuldenwelle schon geschluckt haben. Schulden stehen nur auf dem Papier und liegen nicht vor der Haustür, habe ich mal einem Vetter von meinem Vater gesagt. Bleiben Sie stark.